Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Und ich bin erschüttert, denn ich bin über einen Kommentar gestolpert. Nein, nicht gestolpert, ihr wisst ja, ich lese jeden Kommentar. Das heißt, ihr könnt ruhig kommentieren und euch sicher sein, dass das von mir gelesen wird. Ich kann nicht alles beantworten, aber in der Regel lese ich alles. Und ja, es gibt eine neue Stadt über Stirling, da oben Münster. Das ist insofern witzig, weil ich in der Nähe von Münster wohne. Und ja, was soll ich sagen? Das hier ist eine Frechheit. Ein Affront. Die Deutschen haben hier eine Stadt gebaut. Die wollten bestimmt das Kupfer haben und vielleicht auch die Diamanten. Dann ist hier noch eine Altertumsstätte. Pelze. Wir hatten ja selbst mal überlegt, ob wir hier eine Stadt bauen. Tja, jetzt haben die Deutschen das gemacht. Und auch noch ganz heimlich. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Irgendwann hätte ich es vielleicht bemerkt. Aber eine Garantie gibt es dafür ja nie, ne? Deswegen auf jeden Fall vielen Dank. Wir werden diese Stadt einnehmen. Das heißt, wir warten, bis der Panzer hier fertig ist. Die Artillerie, die gerade hier ist, die müssten wir dann nochmal umrouten. Die würden wir jetzt dann doch erstmal hier hinstellen. Hier. Und dann gehen wir halt gegen Münster vor. Wir werden Münster einnehmen und ja, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren hatten wir eh schon überlegt, ob wir hier eine Stadt bauen. Ich denke, wir übernehmen die einfach, lassen die also dann in unserem Besitz und heimsen die Ressourcen für uns ein. Da sind wir ja nicht so. Und dann werden wir jetzt noch eine Produktion für die frisch übernommene Stadt Hamburg. Da reparieren wir zuerst den Kornspeicher, finde ich immer. Das Wichtigste ist ja für Stadtwachstum auch ganz, nicht ganz unwichtig. So, was haben wir da? Eine, was ist das? Eine Kavallerie von freien Städten. Leeds. Leeds ist nämlich eine freie Stadt. Das ist kein Stadtstaat, sondern eine freie Stadt. Die gehörte mal wem? Wahrscheinlich den Engländern, wenn ich jetzt auf den Namen schließen sollte. Und durch Rebellion, wahrscheinlich durch den starken Einfluss von Hamburg und Mainz, haben die Engländer diese Stadt verloren. Hält ewig, außer vielleicht Plastik. Plastik, genau. Nichts auf dieser Welt hält ewig. Das ist ein großes Thema. In unseren Ozeanen schwimmt ja ein Plastikstrudel oder befindet sich so viel Plastik. Die Fläche angeblich so groß wie Nordrhein-Westfalen. Das ist der Stand, den ich zuletzt gelesen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Wie groß das ist. Unglaublich. Und ganz ehrlich, sicherlich eins der Probleme, der wichtigsten Probleme unserer heutigen Zeit. Da sollte man sich alsbald drum kümmern. Nichtsdestotrotz ermöglicht uns hier den Bau von Bohrinseln. Wir können die Spezialeinheiten bauen. Das ist die Aufwertung unserer Highlander. Und da gibt es sogar Zeitalterpunkte für. Entdeckung im Atomzeitalter. 2 Punkte. Schauen wir mal gerade. Ja, wir sind auch kurz davor, wieder in ein normales Zeitalter zu kommen. Wir müssen uns das ja verdienen im Moment wieder. Und wo ist unser Aufklärer? Den suche ich gerade. Da. Den möchte ich jetzt natürlich gerne befördern für 160 Gold zur Special Operations Einheit. Da ist sie. Und was kann die? Die kann auf jeden Fall mit Fallschirm fliegen. Fordert volle Fortbewegung. Okay, das können wir in der nächsten Runde auswählen. Ich glaube, die können wir irgendwo landen lassen. Habe ich selber auch noch nicht benutzt, diesen Einheitentyp. Von daher kann ich es im Moment nicht wirklich sagen. Wir hätten hier synthetisches Material für den Bau von Helikoptern. Außerdem plus 1 Gold für Lager. Schöne Sache. Chemie haben wir das Heureka für. Da gibt es das Forschungslabor und die Panzerabwehrmannschaft. Deswegen, wenn wir das Heureka haben, nehmen wir diese Technologie jetzt auch. Und in Stirling ist der Panzer soeben fertig. Jetzt baue ich hier den Markt. Ich baue hier den Markt. Und den Panzer, den brauchen wir, wie gesagt, direkt oben für Münster. Den stellen wir schon mal hier hin. Die Artillerie ist immer noch auf dem Weg. Wir können sie mal wieder ein Stück bewegen. Hier ist der nächste Panzer. Dann nehmen wir doch die 2 Panzer und die Artillerie. Ich denke, damit müssten wir doch ganz gut klarkommen, oder? So, ein Musketier, der zur Infanterie verbessert werden könnte. Das sparen wir uns aber im Moment noch auf. Hier ist noch eine uralte Feldkanone. Ja, was heißt uralt? Die können wir noch nicht verbessern. Wir haben noch keine
Maschinengewehre entwickelt. Das ist eine der nächsten Technologien. Statt Fernkampf, Hamburg kann kämpfen gegen was denn? Sie ist gerade nicht. Ach, hier, das deutsche Panzerschiff. Ja, dann, da kommen wir mit dem Panzer auch nicht dran. Also, Denmento, dann ist das einzige Panzerschiff der Deutschen hiermit auch Geschichte. Die armen Deutschen, kann man in diesem Let's Play leider nur sagen. Die sind völlig chancenlos. Was sind denn das hier für Springdinger hier? Also ich weiß ja nicht, was das sein soll, aber das Wasser, das ist doch kein Wasser. Das ist doch keine Wasserfontäne hier. Also hier ist eine Wasserfontäne, sieht aber merkwürdig aus. Und das hier ist doch ein Schornstein. Okay, was soll ich sagen? Das ist ein kleiner Grafikbug offenbar. Aber gut, halten wir uns nicht länger dran auf. Wir bauen eine Fabrik in Kumasi. Das Industriegebiet verbessern und hier ist die nächste Artillerie. So, die müssen wir mal eben reparieren lassen. Dürfte nur eine Runde in Anspruch nehmen. Und da kommt offensichtlich... Ah ne, ich dachte, da kommt eine Einheit auf uns zu. Ja, da kommen die Amerikaner mit einer Feldkanone und einem Siedler. Total leichtsinnig. Weil diese hier an der Front eingesetzt wird, verbessere ich jetzt den Musketier zur Infanterie. Das ist dann unsere erste Infanterie. So, nee, ist das unsere erste Infanterie? Ja, das ist unsere erste Infanterie und die bleibt jetzt erstmal da stehen. Der Panzer repariert. Oh Moment, den können wir befördern, dann machen wir das mal. Dann haben wir nämlich die Lebenspunkte auch regeneriert. Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe, Kampfstärke gegen Einheiten in Bezirken. Das wäre so zum Beispiel Lager. Wenn im Lager eine Einheit steht, hätten wir hier einen Bonus. Ich würde sagen, wir nehmen das mal. Dann ist der Panzer auch schon wieder heile. Da oben ist eine Einheit, die wir uns schnappen können. Ein Handwerker. Ja, aber vorher gucken wir halt noch Dortmund. Ja, Moment, wir haben jetzt die Artillerie nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen noch eine dritte Artillerie irgendwo. Ich gucke bei der nächsten Möglichkeit nach, ob wir irgendwo eine Artillerie freimachen können. Gegen Dortmund können wir dann im Moment auch noch nicht vorgehen. Wir ruhen uns hier mal aus, beziehungsweise lasse ich den Panzer mal verschanzen. Und hier haben wir die drei Bauernhöfe. Jetzt könnten wir... Ah, wir brauchen dringend Archäologen. Wir haben überall Altertumsstätten. Hier können wir im Moment nicht wirklich was tun. Dann baue ich hier jetzt den Bauernhof. Einen Golfplatz haben wir schon. Nee, Entschuldigung, das hier ist ja das... was ist denn das hier nochmal? Golfplatz, sage ich doch. Lag ich ja gar nicht falsch. So, nächste Runde. Also Plan Münster, dann Dortmund mit einer neuen Artillerie. Wir werden jetzt Leeds als nächstes nehmen und wir werden einfach den Kreis hier schließen. Oder sollen wir uns... Ne, wir machen das anders. Ich zeige euch gleich wie. Sowas möchte denn Gitaia. Die hätte gerne Gewürze, nein, Räucherwerk und Pelze und bietet uns Kaffee, den wir übrigens auch noch nicht haben. Und 30 Runden lang jeweils ein Gold. Okay, ich nehme das an. Ich nehme das an, weil wir keinen Kaffee haben. Und die anderen Ressourcen ja für den Überschuss zum Handeln zur Verfügung stehen, also warum nicht. So, wir machen das anders. Ich werde mit den Einheiten, die wir hier für Hamburg benutzt haben und Berlin, die werde ich jetzt hier an diese Grenze stationieren, Richtung Aachen, Magdeburg. Wir werden mit neuen Einheiten hier, die ja auch schon teilweise stehen, Richtung Dortmund und Mainz marschieren und dann als letzten Schritte Leeds erobern. Das heißt, die Artillerie geht mal hier hin. Die Infanterie bleibt verschanzt. So, die Artillerie muss ich jetzt mal hochziehen. Und Panzer Nummer 1 stellen wir hier hin. Panzer Nummer 2 stellen wir dorthin. Und dann werden wir die zunächst einmal in Bereitschaft versetzen. Bauen den Bauernhof. Was war denn die letzte Bauaktion dieses Handwerkers?
Und Rocksburg hat den Campus fertig hier. Und jetzt müssen wir hier, haben wir ja die Mine, hier wollten wir irgendwas bauen. Ich meine, das Industriegebiet, sobald wir dieses Geländeflächenfeld haben, werden wir das auch tun. Vorher gibt es ja noch eine Bibliothek. Und ihnen dann die... Was kostet denn hier die Artillerie? 13 Runden. Mit Glauben könnten wir hier zum Beispiel mal eine Wassermühle kaufen. Oder eine Kanalisation. Machen wir einfach mal. Geben wir auch mal ein bisschen Glauben aus. Die Wassermühle baue ich jetzt auch, einfach nur, weil wir sie bauen können. Also hat hier wirklich keine Bewandtnis. Mich nervt nur, dass sie ständig vorgeschlagen wird. Und deswegen baue ich das jetzt. So, unser Kriegsschiff ist stationiert. Und wir wollten ja den Franzosen einen Besuch abstatten. Bei Bordeaux kann ich jetzt keine französischen Schiffe sehen. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob die Schiffe haben. Ich würde es ihnen ja raten, aber... Auf mich hört ja sowieso keiner. Aber wir werden mal Paris besuchen. Ich denke, schottische Kriegsschiffe vor Paris ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Ja, was haben wir denn da jetzt? Die greifen uns natürlich jetzt auch an, weil die freien Städte für uns ja auch Feinde sind. Also werden wir da mal kurz... und schmerzlos aufräumen. Artillerie vor. Paddington. Da machen wir die Waffenkammer fertig. Und bauen auch die Kanalisation. Berlin bekommt die Kaserne repariert. Hatte ich den nicht auf Bereitschaft gesetzt? Ich dachte eigentlich schon. Keine Schiffe hier. Da ist ein Schiff. Was ist das? Ein Mönchskrieger. So. Hat, oh, die drei Pünktchen ernsthaft. Das wäre jetzt aber schöner gewesen, wenn das komplett erledigt gewesen wäre. Denn der könnte ja jetzt theoretisch auch an Land gehen. Aber das Kriegsschiff kann auch... an Land eingreifen. Das ist das Schöne daran. Och Gottchen. Mit Armbrustbolzen gegen den Panzer. Ich wollte gerade sagen, die Einheiten hier mal eben erledigen. Nehmen uns erstmal den Handwerker. So, so muss das aussehen. Artillerie lasse ich hier in Bereitschaft stehen. So, wo ist der Mönchskrieger? Ist er zu weit weg? Dann rücken wir vor. Da ist er doch. Ah, schade. Den kriegen wir so nicht angegriffen. Aber mal gucken, was so ein Kriegsschiff mit der Stadtverteidigung anrichtet. Oh, ist leider weggerutscht. Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Ist gleich mal ein Drittel der Verteidigung niedergeschossen. Ich glaube, die Schiffe können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So, was müssen wir denn produzieren? Sterling. Sterling baut jetzt noch eine Artillerie. In 8 Runden. Und Dumfries baut... Was haben wir denn hier? Dumfries ist super, aber mehr Wohnraum wäre gut. Darum ist die Kanalisation hier angesagt. Cullen. Hier brauchen wir Annehmlichkeiten. Ein Wasserpark. Hier können wir endlich mal einen errichten. Und es macht auch Sinn. Bauen wir hier einen Wasserpark hin. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und dann gibt es da Karussell für und ja, noch so ein paar andere Sachen. Alles so für die Zustimmung halt, für die Annehmlichkeiten. Artillerie muss leider noch ein bisschen mehr dran, näher dran. Wir können so noch nichts machen. Und der Zug über das, über den Fluss hier wird wahrscheinlich auch eine eigene Runde brauchen. Ja, das ist ein netter Versuch. Oh, Entschuldigung, aber das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Die Franzosen, die uns den Krieg erklärt haben, ich glaube also mit den Deutschen irgendwie verbündet waren oder was, die wollen jetzt ganz dringend Frieden schließen. Ich lehne das ab. Jetzt haben wir überall Krieg, dann ist es halt so. Weil wenn ich den Krieg jetzt beende,
und dann nach Deutschland zum Beispiel gegen Frankreich vorgehen möchte, dann gibt es nur wieder einen Kriegstreiber-Malus und dann können wir den Krieg jetzt auch aufrechterhalten, finde ich. Die Stadtverteidigung ist hier schon so weit runter, dass ich mich fast traue. Obwohl, nee, das ist Selbstmord. Oh, schaut mal, ein Siedler. Nehmen wir den auch noch. Hier gibt es einiges Schönes. Jetzt könnten wir noch rüber und uns noch einen Handwerker holen. Machen wir das auch noch. So, schnell zurückziehen. Der hat nur noch eine Bauaktion, aber immerhin. Immerhin. Dann die. Hier gibt es nichts mit Glauben zu kaufen. Dann, was bauen wir denn hier? Eigentlich bräuchte ich nochmal einen Archäologen. Können wir hier gar keinen ausbilden? Ist auch gar nicht in der Liste drin, das ist ja interessant. Brauchen wir da erst was anderes für? Das muss ich mir dann anschauen. Dann bauen wir erst die Fabrik jetzt meinetwegen. Hier bauen wir Sheffield. Ja, die Schiffswerft, wenn wir hier schon Hafenstadt draus haben. Dann reparieren wir noch die Waffenkammer. Das Lager ist bald wieder völlig in Ordnung. Die stehen immer noch da rum. Hier reparieren wir das Monument. So, Golfplatz wird vorgeschlagen, aber hier Sägewerk, das machen wir zuerst. Ja, ich könnte die Stadt weiter angreifen. Einnehmen kann ich die zwar nicht, aber im Grunde fast im Alleingang nehmen, das ist schon beeindruckend. So, stellen wir mal die Panzer vor jetzt. Auch wenn die Artillerie noch eine Runde braucht. Münster wird kaum genug Feuerkraft haben, um uns gefährlich zu werden. Muss aber gleich mal schauen, nicht, dass das Kriegsschiff... Minus 7. Das ist nicht sehr gefährlich. Oh, da ist gerade... was ist es denn? Eine schwere Kavallerie. Eine Kavallerie zu See gegangen. Ich dachte schon, die wollten sich den Bautrupp wiederholen, haben sie aber nicht getan. Und wir nehmen uns jetzt noch den anderen. So, den müssen wir jetzt natürlich auch noch verteidigen. Das heißt, wir werden die mal miteinander verlinken. Und jetzt sind wir hier bei Mainz. Jetzt gehen wir zurück. Boah, wisst ihr was? Die Artillerie hätten wir hier, glaube ich, nicht gebraucht. Die haben ja gar keine Garnison. So, mit dem Siedler. Was fangen wir mit dem Siedler an? Fangen wir mit dem überhaupt noch was an? Salpeter, Öl. Haben wir eigentlich schon Uran sichtbar? Weiß ich gar nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir stellen den mal nach Hamburg rein. Der könnte hier noch was tun. Noch ein Sägewerk. So, jetzt haben wir uns eine Beförderung verdient. Dafür alleine lohnt es sich ja schon, die Stadt ein bisschen zu bombardieren. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Artillerie, ich hätte sie jetzt auch direkt zurückziehen können, da ist es schon erledigt. Münster gehört an uns. Finde ich gut. Stadt behalten, jawohl. Und die Panzer. Die bringen wir jetzt zurück erstmal. Einen nach Dumfries. Die Artillerie geht hier hin. Kornspeicher reparieren. Tja, jetzt sind sie soweit. Jetzt kriegen die Amerikaner auch noch ihr Fett weg. Beziehungsweise machen wir da gleich eben Ende. Dann haben wir noch einen weiteren Siedler gefangen.
Also das habe ich jetzt auch wirklich nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Aber gut. Der Pop-Up sagt's ja. Das Missgeschick des einen ist das Glück des anderen. Und die möchten jetzt auch Frieden schließen. Es war ja klar. Ich lehne auch hier ab. Das ist wirklich bedauerlich. Ich habe ja nicht angefangen. Naja. Zumindest nicht gegen Frankreich und Amerika, ne? So, und die möchten jetzt auch Frieden schließen. Ja, sie geben uns unseren Spion zurück. Den Zahn des Propheten, eine Reliquie aus dem Jahr 1655. Nein. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Einmal Harakiri, wie es aussieht. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für sie, denn wie sollten sie je Wörter wie Methyl-Ethyl-Amylophenyl aussprechen? Sehr schön, die Chemie ist erforscht. Und wir wenden uns einer neuen Forschung zu. Das hier bietet Zugriff auf Uran. Dann mache ich das mal. Uran ist nämlich eine der, oder wahrscheinlich sogar die letzte strategische Ressource. Oder gibt es nur noch Aluminium? Könnte auch noch Aluminium zukommen. Die wir sichtbar haben müssen, um zu entscheiden, ob wir irgendwo noch was dringend brauchen. Deswegen holen wir uns das mal eben. So, ich ziehe mal hier aufs Wasser. Dann gleich da wieder raus und dann gehen wir erstmal zurück. Die gehen sowieso zurück und der Siedler, ja, den stellen wir auch nach Berlin in Ermangelung eines besseren Platzes. Momentan parken wir den da einfach. Ja, der Panzer, der bleibt momentan noch da, hier wegen dieser, wegen dieses Besetzungsstatus. Ach, und die Artillerie fährt jetzt tatsächlich über Wasser. Braucht dann nur noch 6 statt 9 Runden. Warum schwimmt die nicht direkt hier hin und geht da an Land? Ach, weil da eine Einheit steht. Ja, wartet mal. Dann verkürzt sich das Ganze nämlich auf 3 Runden. Und den hatten wir gesagt, schicken wir zurück nach Dumfries, genau. Ja, und einmal Heilung bitte. Ja, jetzt haben wir die Bewegungspunkte schon wieder aufgebraucht. Wichtiges Ziel, Fernangriff. So, La Rochelle wäre jetzt sturmreif. Also wenn wir da jetzt eine Einheit hätten, dann wäre die Stadt schon so gut wie eingenommen. Eine Beförderung. Nehmen wir erstmal den Schlachtruf. Nein, danke. Sie kann auch immer schön beleidigt schauen, finde ich. Die gute Katharina. Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Korps zu bilden. Das sind kombinierte Streitkräfte. Und das sieht dann immer so aus, als hätte man plötzlich ganz wenig Einheiten. Die Wahrheit ist aber, dass ein Korps ungleich viel stärker ist, aus meiner Erfahrung, im Vergleich zu einer Standardeinheit. Damit das geht, müssen wir jetzt hier einmal die Infanterie verbessern. Und dann machen wir das gleich mal. Legen wir die gleich mal zusammen hier. Etwa Nummer 1 schon mal. Ein Marinekorps. So, wir müssen eigentlich nur weg von der Stadt hier. Kann noch ein bisschen dauern. Was machen wir als nächstes? Die Urbanisierung. Da gibt es dann endlich die Wohnviertel, mit denen wir den Wohnraum extrem erhöhen können. Je nachdem, wie attraktiv ein Standort oder wie hoch die Anziehungskraft eines Geländefelds ist. Verbrannte Erde. 2 Gesandte.
Könnten wir eigentlich machen. Aber ich glaube... Ich glaube, wir nehmen mal die Urbanisierung. Newcastle. Machen wir erstmal die kleinen Sachen hier. Und wir können einen Gouverneur ernennen oder befördern. Und ganz ehrlich, Außenhandel, was haben wir da? Macht keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn. Das ist durchaus interessant hier, vertikale Integration. Und er ist in Dumfries stationiert. Das ist auch genau richtig, denn Dumfries hat Zugang oder hat in der Nähe zwei Industriebezirke, nämlich dieses und dieses, und gewinnt jetzt oder bekommt jetzt den Bonus von beiden. So, also die Beförderung nehmen wir doch gerne. Den Bautrupp, genau. Da ein Golfplatz, hier fehlt noch einer. Hamburg hat noch keinen Golfplatz. So, du bleibst dann auf Bereitschaft. Ein Steinbruch auf jeden Fall, ja. Tja. La Rochelle. Brennt. Was haben sie denn da für ein Wunder stehen? Die Petra war's. So, das war's. Ja, so ein Forschungslabor hätte schon was. Ein Kraftwerk aber auch. Wir brauchen nämlich noch Kraftwerke. Für ein Heuriker. Ich weiß nicht mehr genau für welches, aber wir werden mal auf jeden Fall ein Kraftwerk bauen. Dann wollten wir hier... Ja, das ist aber eh noch nicht da, das Geländefeld. Könnten wir natürlich kaufen, aber ich spare das Geld lieber. Dann bauen wir hier doch die Universität. Machen wir das frische, den frischen Campusbezirk noch ein bisschen wertvoller. Headington. Kraftwerk dauert ein bisschen lang. Annehmlichkeiten 0 da. Wir könnten die Annehmlichkeiten noch ein bisschen erhöhen hier zum Beispiel. Machen wir das doch mal. Berlin braucht auch dringend Annehmlichkeiten. Hat aber überhaupt keinen Bezirk, der dazu beiträgt und lässt sich auch nicht mehr bauen. Denn da brauchen wir eine größere Stadt erst für. Tja. Da machen wir hier die Militärakademie. Hier werden wir sicherlich in Zukunft auch noch ein paar neue Einheiten bauen. Hier ist der Kornspeicher fertig repariert. Dann gibt es hier jetzt... Ja, für Kultur könnten wir durchaus was tun. Machen wir das mal. Tja, jetzt können wir fahren. Mehr können wir hier nicht tun. Ja gut, wir können natürlich bei Paris weitermachen. Weiß nicht, wie schnell sich diese Verteidigung, diese Garnisons- und Befestigungsgesundheit erholt. Wird wohl nicht innerhalb von einer Runde sein. So, jetzt können wir hier ein Korps bilden. Da ist entsprechend der Button. Wählen wir diese Einheit aus. Und jetzt haben wir hier so ein Korps. Das ist 2 Sterne drüber. Eine Armee hat 3 Sterne. Und diese Einheit ist jetzt extrem stark. Die ist wirklich extrem stark. Da steht jetzt 80 Nahkampfstärke. Moment, wo haben wir eine normale Marine? Haben wir überhaupt noch eine? Ich glaube nicht. Wir könnten mal eben eine machen. Die hat jetzt auch 80. Aber der Chor ist, glaubt's mir einfach, deutlich stärker. Kann man das irgendwo sehen? Nicht wirklich, ne? Der ist stärker. Der geht auch so gut wie gar nicht mehr kaputt, der Chor. Das ist das Schöne daran. Und eine Armee... Die richtige Armee ist ziemlich, ziemlich krass. Fast unbesiegbar. So. Ich glaube, wir sollten anfangen, alte Einheiten jetzt konsequent zu modernisieren.
So, da bin ich wieder. Das habt ihr selber gehört. Da hat leider das Telefon im Hintergrund geklingelt. Da musste ich mal ein Gespräch führen. So, wir sind dabei, die Cores zu bilden und ich möchte gerne die Einheiten langsam aktualisieren. Oh Gott, hier ist es ja ganz schlimm. Feldkanone machen wir. So viele Einheiten, so viele alte Einheiten haben wir hier aber gar nicht mehr. Ich meine, die Feldkanonen sind alt, aber ja auch noch nicht so übermäßig alt. Hier müssen wir eine Infanterie draus machen. Da ist die Feldkanone in Ordnung. Der General mit der Feldkanone, das können wir so lassen. Dann haben wir hier noch was stehen. Ne, da ist nichts. Hier ist noch eine alte Musketiereinheit, die wird ebenfalls aufgewertet. So, da ist ein Panzer. Und wenn ich jetzt einen zweiten Panzer irgendwo habe... oh Gott, hier ist auch noch ein Ingenieur. Nee, Militärpionier. Hier ist der Ingenieur. Nee, das ist der Admiral. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Aber den werden wir auch noch updaten. Zur Feldkanone. Zur Infanterie. Und ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles aktualisiert, außer den... Jetzt ist das Geld eh aus, also mehr geht im Moment auch nicht. Okay, und dann werden wir in Zukunft halt eben die Einheiten so ein bisschen zusammenziehen und da ist wieder das Telefon hervorragend. Ja, ist ja immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt haben wir aber auch, denke ich mal, genug gemacht für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Entschuldigt die letzten zwei Minuten, die vielleicht ein bisschen hektisch waren. Aber wir haben ja einiges geschafft. Wir haben auf jeden Fall Münster eingenommen. Wir haben Frankreich gezeigt, dass es hier so nicht geht mit uns. Und ja, möglicherweise ist die nächste Stadt ja Paris. Und ich könnte mir auch vorstellen, hier relativ kurzfristig mal eine Einheit rüber zu schaffen. Denn Paris zu nehmen scheint mir relativ einfach zu sein. Da hätten wir eine weitere Hauptstadt genommen für unseren Weg zum Herrschaftssieg. Und das ist sicherlich eine gute und richtige Vorgehensweise. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen noch einmal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.